Ja, und damit kommen wir zurück beim Let's Play von Bioshock 2. Wir sind an dem gleichen Punkt, wo das Spiel abgestürzt ist. Ich habe nochmal bis zu dem Punkt her spielen müssen. Vom Zug aus. Gott sei Dank hat er da gespeichert. Und ich werde jetzt garantiert öfter speichern. Okay, dann schauen wir mal rein, was der Park hier so für uns hat. Hier soll es ja um die Zukunft gehen. This way... What's the kitchen of tomorrow? Also die Küche von morgen. Moin! Oh, Verbandskasten, da sage ich nicht nein. Ich wette, irgendwann passiert's, dass da ein Splicer einfach so drin steht. Okay. Ah, Vaterliebe. Wir haben heute bei Tests einen weiteren Protektor der Alpha-Serie verloren. Er ist einfach verschwunden. Irgendwo außerhalb der Stadtgrenze. Für diese Männer hat Rapture keine Wände. Wir müssen eine Methode finden, ihnen beizubringen, dass sie die Little Sisters nicht im Stich lassen, sobald sie nicht unmittelbar in ihrer Nähe sind. Irgendeinen körperlichen Reiz, vielleicht sogar etwas Tödliches. Die Laboranten nennen sie seit neuestem Big Daddies. Vielleicht gar nicht so dumm. Unzertrennliche Paare, verbunden durch tödliche Liebe. Oh ja. Okay, also hier könnte man Upgrades kaufen. Da hat man zum Beispiel das Abfangen, da braucht man 90 Adam, gesundes Upgrade und Eve Link. Gut, dann wissen wir schon mal, wo wir wieder hin müssen. Schade. Ich dachte, hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Und kriegen wir Besuch? Nö. Aber gut, da hätten wir eh unser kleines MG hier. Okay, the journey to the surface. Gehen wir dann einmal hin. Gift Shop! Aber das mal das hier anhören. Als die Plattform verankert ist, schreiten die Arbeiten mit erstaunlicher Geschwindigkeit voran. Auf Raptures Fundament schuften Arbeiter rund um die Uhr, um die Metropole zu erschaffen, die sie heute sehen. Okay. Und das geht nicht mehr und da kommen wir nicht hin. Okay, gibt schon. Typen wie du sind hier nicht willkommen! Das ist ein Hilfe! Noch jemand? Na komm, der. Okay. Ja, ich dachte, ich mache mal ein bisschen mit dem Bohrer was. Aber da haben wir jetzt bald keinen Treibstoff mehr. Ja, einmal hacken. Fuck. Du kannst gehackte Safe durchsuchen. Es gibt extra Geld, wenn er... Ja. Habe ich natürlich jetzt nicht gekriegt. Meine Laterne brennt. Ich bin... Anfangs war der Geschenkeladen hier eine einzige Pleite. Ich konnte den Turi-Nippes kaum teurer losschlagen, als er in der Herstellung gekostet hat. Dann habe ich diesen Sinclair kennengelernt. Und der hat mir ein gutes Geschäft angeboten. Anscheinend kennt er ein paar arme Schweine in Popers Drop unten, die diesen Krempel zu einem Bruchteil der Kosten herstellen können. Naja, hier und da steckt er meine Nadel in der Lieferung, aber ansonsten hat keiner was gemerkt. Und bei mir rollt der Rubel. Eine Nadel. Alles klar. Ja, das... Mit dem Bohrer ist irgendwie so semi. Munition. Na, dann wollen wir mal hacken. Für Gratis-Stuff. Oh, was ist das da? Splittermunition für das Maschinengewehr. Das ist der Spring beim Aufprall. Wir kriegen ein Maschinengewehr? Nice. Nee, Treibstoff kaufe ich jetzt nicht. Was ist das? Benutzen $2. Epstein, hä? Hm, vielleicht hast du in einem früheren Leben was Schlimmes angestellt. Ja, wow. Das hilft mir gar nicht. Und
Die Stadt ist hier immer mega abgerackt hier. Ah, schade, dass das Konzept nicht funktioniert hat. Okay, ich glaube, wir gehen erst mal. Da weint jemand. Fallniete, sehr gut. What the fuck? Wow, scheiße! Und auch noch Jumpscares hier. Alter, hat's mir jetzt gerissen, ey. Gibt's noch mehr Überraschungen? Oh, sieht das wie ein Altar hier. Na, ist da jemand? Nö. Schwerdeniete. Okay. Ich kenne die Oberfläche, Eleanor. Ich habe mein halbes Leben dort verbracht, im Dienst des Allgemeinwohls. Aber dann musste ich hören, wie fette alte Männer meine eigenen Worte ins Gegenteil verdrehten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem einzigen Punkt hat Andrew Ryan vielleicht recht. Rapture ist die Erlösung. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Der Mega-Plot-Twist wäre ja, dass die beiden zusammen waren. So schlimm ist es doch gar nicht. Wow. Okay, also da müssen wir rein. Ich glaube, ich möchte jetzt erstmal nach unten. Das ist eine gute Idee. Oh, und da haben wir auch ein Collision. Moin! Okay, was haben wir hier für Spielzeug? Minipacks haben wir hier schon mal. Wir werden uns mal heilen. Holen uns da jetzt mal was. Natürlich kostenlos. Nice. Bot Shutdown. Verkaufsautomat. Munitionsautomat. Ja, tun wir auch mal hacken. Nice. Na? Gib. Ja, geil. Fallniete. Haben wir auch nichts. Dann gehen wir mal hier rein. Och, Menno. Journey to the Surface. Gehen wir mal später rein. Gehen wir mal die eine Bahn, die was hier unten rumfährt. Was ist das hier? Eldorado Lounge. Bis du kommst, Vater, sitze ich hier fest. Ich kann dir leider nicht anders helfen, als diese kleinen Geschenke hier herauszuschmuggeln. Okay, also Geschenke wie die hier. Bohrerkraft aufheben. Ziehst du den Kampf aus nächster Nähe vor? Mit Bohrerkraft bewirken dein Bohrer noch mehr Schaden. Okay, ja, kostet nichts. Und Hundefresser. In der ethischen Psychiatrie. Hier spricht Eleanor Lamb. Mom sagt, ich darf nicht mit den anderen Kindern spielen, weil die nach dem Motto Hund frisst Hund erzogen werden. Ich wollte mir diese Hundefresser einmal ansehen. Drum habe ich gewartet, bis Mom weg war und bin dann raus, um welche zu suchen. Und was war? Die Hundefresser haben eine Haut wie ganz normale Menschen. Sie sehen genauso aus wie wir. Ja, mit dem Unterschied, dass sie verrückt sind. Oh no. Vor dir ist eine Little Sister. Um das Adam vor ihr zu erhalten, muss er erst den Big Daddy loswerden. Er wird dich nicht angreifen, solange du ihn nicht attackierst, aber mach dich auf jeden Fall auf einen schweren Kampf gefasst.
Oh no. Ich glaube, ich würde jetzt gerne mal speichern. Haben wir eine Eve-Spritze, First Aid. Sind wir voll. Was ist die denn eigentlich? Also dieser Big Daddy beißt erst, wenn du ihn angreifst. Aber um an die Little Sister ranzukommen, musst du den Knaben platt machen. Na ja, jetzt erstmal alles einsammeln. Ich habe endlich eines der Kinder gefunden. Die Kleidung schmutzig ganz alleine. Ich ging zu dem Mädchen hin, betete, es möge meine Kleine sein. Aber sie schlürfte sich voll mit dem Blut einer Leiche. Sie war es nicht. Ich starrte sie an, schwankend. Und dann kam plötzlich dieses Ding, dieses bewaffnete Monster aus dem Nichts und sprang mich an, kreischend wie ein Höllenvieh. Ich konnte entkommen, aber kann es sein, dass Cindy eine von diesen Blutsaugerinnen geworden ist? Ich muss sie finden, dringender denn je. Okay, wir werden jetzt mal hier mit Fallennieten arbeiten. Irgendwie so. Ich muss jetzt Wasser locken. Okay, komm her. Fuck. Oh. Oh. Oh, scheiße. Scheiße. Nein, scheiße. Fuck. Kannst durchatmen, alter Knabe. Du hast es geschafft. Und jetzt nimm sie auf deine Schultern und sie wird dir vertrauen wie ihrem eigenen Daddy. Wie mache ich das? Oh, adoptieren. Okay, das war jetzt dezent stressig. Kann ich Wir das wieder sind nehmen? Im Geschäft. Überall in Rapture liegen Leichen rum. Und dieses kleine Monster wittert das Adam in ihnen. Such dir eine. Hast du aus der neue Little Sister drücke und halte R, um sie zu bitten, dich zu einer mit Elm geführten Leiche zu führen. Okay. Nieten, Fallniete, normale Niete. Hui, ich habe echt nicht gerade hingeschaut, was ich gerade für Munition hatte. Komm endlich. Haben wir hier noch eine zweite Little Sister? Also, Munition, da hinten. MRB hacken. Oh fuck. Ja, gleich. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Also, was war das jetzt? B? Oder war das R? Na, B war das, oder? Halt die R durch. Big Sister mag keine Rumtrödler. Da geht's lang. Oh. So geht es also. Und da. Noch mehr Besucher? Jetzt? Ah, jetzt geht's nach unten. Alles. Sie hat eine Saftige gefunden. Aber sobald sie anfängt, das Adam abzuzapfen, kommen die Splicer an. Mach dich drauf gefasst, bevor du sie dran setzt. Das ist ein Kind der Familie, kein Spielzeug, das du benutzen und dann wegwerfen kannst.
Sehr passend, dass du hier dein Ende findest. Eine weitere Kuriosität in Ryans Schrein für das Ego. Da okay, deine liebe Sister wird... Halt ihr die Splicer vom Leib, bis sie fertig ist, sonst geben die niemals auf. Ja, gleich. Okay, halt ihr die Splicer vom Leib, damit sie die Aufgabe erfüllen kann. Ja. Ah, ihr springt auch noch runter. Na? Wow. Wow. Und da kriegen wir, glaube ich, Besuch. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich sage den anderen Mädchen, dass ich den besten Daddy der Welt habe. Boah, ist aber nicht von dir. Jetzt kennst du den Einsatz, mein Junge. Aber ein Plasmid kostet noch ein bisschen mehr, Adam. Mach weiter. Okay, kommt mal hier runter. Lass uns mittanzen, Daddy. Nein. Okay, ich habe kaum noch Nieten. Viel von den Schweren haben wir gar nichts mehr. Ah, doch wieder mit dem Bohrer arbeiten. Ich will es halt auch nicht kaufen. Hallo. Wobei, $354. Okay, komm, kaufen wir mal. Der linke war das mit der Munition. Fallniete, normale Niete. Fallniete machen wir einmal. Schwere Niete. Nee, ich denke, das ist okay. So, die Hauptattraktion hier. Moin. Hallo, Kinder. Mein Name ist Andrew Ryan. Ich habe die Stadt Rapture für Kinder wie euch gebaut, weil die Oberwelt nichts mehr für uns war. Aber jetzt, hier auf dem Grund des Meeres, ist es ganz natürlich, sich zu fragen, ob die Gefahr dort oben vielleicht vorbei ist. Ob die, die oben übrig sind, je zur Vernunft kommen werden. Stellen wir uns also vor, ihr und ich, was uns widerfahren könnte an der Oberfläche. Von welcher Gefahr redet ihr? Also nachdem ich den, den ersten Teil echt nicht mehr im Kopf... Ist oben was passiert? OMG. Nice. Von dem habe ich dir erzählt. Von gefälligsten Spuren. Oh, nice, nice, nice. Ein MG. Lass das arme Mädchen los. Sie ist wehrlos. Hui. Ah, scheiße. Ich brauche wieder Eve. Okay. Hat keiner Eve von euch? Oder liegt da irgendwas? Ah, schade. Was haben wir hier? Staff only. Oh, was ist das? Komm in den rein. Wenn ich sage, ich würde alles, alles für dich tun. Wo bist du? Was haben wir hier? Secrets. Ich glaube, die Kinder sind endlich eingeschlafen. Im Park ist es jetzt überall still. Ich kann selbst nicht schlafen. Wir sind also ganz unter uns, Mr. Diktaphon. Sie, ich und das Jahr 1959. Was wohl das nächste Jahr alles... Was war das? Irgendetwas ist passiert. Das Licht ist ausgegangen. Kinder, bleibt in euren Schlafsäcken. Es ist alles in Ordnung. Ich werde angegriffen.
angegriffen von allen Seiten. Nein, nein, nein. Oh, scheiße. Oh, das war zu knapp. Oh, ich will wieder Eve haben. Oh, neue Emotion. Antipersonen. Sehr gut. Sogar die Premium-Version. Medipack bitte. Dankeschön. Ich hab so Schiss, dass da ein Splicer mal drin ist. Setzt die Kraft seiner Arme ein für sein eigenes Heim und sein eigenes Land. Aber die Parasiten sagen nein. Was einst dir gehört hat, gehört jetzt uns. Wir sind der Staat. Wir sind Gott. Wir fordern unseren Anteil. Okay. Halte R gedrückt. Riechst du das Ägern, Daddy? Da drüben! Du bist nicht, du bist doch total gestört! Einmal. Doch, der Richtige. Okay, da mal Benzin. Kann ich da was machen? Zugangstreppen öffnen. Was haben wir hier? Ah, das ist eine Abkürzung. Nice. Ich glaube, das soll so sein, oder? Ich speichere gerade lieber nochmal. Okay. Haben wir eine Kamera mit dem Gott? Wow, ich hab dich ja gar nicht gesehen. Alter, die Spitze klingt so, als wäre gerade ein Monster irgendwie ganz in der Nähe. This way. Vorstelle, dass irgendein undankbarer Schmarotzer gerade meine Erbstücke in Kaminholz verwandelt. Gib mir das Kind! Hey. Rüstung 0%. Okay, das ist gar nicht mal so gefährlich. Also gehen wir hier nochmal in das Haus da links. Was ist das? Porta. Oh, okay, da gehe ich mal lieber nicht rein. Oh. Medistation. Ja, bitte. Ah, fuck. Dankeschön. Schrotthaufen. Schon irgendwie verstörend. Wer? Ach, da bist du. Ich hab mir deine Zahlen ausgedacht, du Scheißmaschine. Yes. Okay. Dann habe ich jetzt hier einen Collision. El Amo Bandito. Auch hier bitte kostenlos. Dankeschön. Andererseits, wenn wir dann hier dann eh gleich wieder am Falken sind, machen wir hier gerade mal voll. Schwere Niete, Fallniete, Niete. Und kein Geld mehr. Fuck, jetzt habe ich 50er Kugeln gekriegt und... Ich habe meine Nahrung rationiert, seit der Park vom Rest der Stadt abgeschnitten wurde. Ich schone meine Kräfte. Ich sitze hier in dieser Werkstatt fest, umzingelt von diesen heulenden Gören, die versuchen reinzukommen. Meine Nahrung, meine Waffen, sie wollen alles haben. Aber ich habe einen Plan. Ich richte das Transport-U-Boot her, das in der Wartungsbucht vor sich hinrostet. Und dann nichts wie weg. Diese Tiere wollen Rapture haben? Von mir aus gerne. Okay. Cool. Also die Leiche ist hier drin. Das heißt, ich werde mal Fallnieten platzieren. Hat mal eine da. Eine da. Eine da.
Und dann glaube ich, sollte es erstmal reichen. Oh, wie bist denn du ausgerichtet? Und alles, was nicht abgeht, kann ich ja wieder mitnehmen. Sollten wir vielleicht selber nicht reinlaufen. Okay, normale Niete. Ja, ich mache erstmal Niete und dann können wir noch wechseln. Und los geht die Party. Ich hasse dich nicht, Delta. Tatsächlich empfinde ich für dich das Gleiche wie für jedes andere denkende Wesen. Aber ich kann nicht tausende meiner Kinder für einen einzigen rebellischen Sohn opfern. Okay, das ist jetzt... Ah, komm her. Oh, fuck. Ah, schade. Ich dachte, da hinten würden die Flammen abgehen. Scheiße, ich hab keine Munition mehr. Fuck, den Giefer war auch nicht mehr. Alter, und auch noch Granaten. Bist du jetzt fertig? Komm, mach weiter. Du bist es. Sind wir jetzt wieder zusammen? Ja. Okay, alter Junge. Wir haben jetzt fast genug, Adam. Um den Rest zu bekommen, musst du dich um diese Little Sister kümmern. Im Werkraum sollte eine der Lüftungsschächte sein, die sie so gern haben. Bring sie da runter. Wann ist jetzt endlich alle? Alla Scholli. Kann man hier mal alles mit einsammeln? Die ganzen Nieten verschossen. Okay, du kommst auch wieder mit. Und ich glaube, hier oben müssten noch ein paar sein. Oder auch nicht. Okay, wo muss ich hin? Also hier raus, oder? Ja. Ja, wo? Ah, ich hasse diese Geräuschkulissen. Maximum Treibstoff. Wen haben wir hier? Rapture ist ein Paradies des Egos, Eleanor. Unter Ryan singt eine ganze Stadt das Loblied auf Habgier und Stolz. Aber die Wahrheit liegt im Körper. Schon sind sie es langsam leid, in fruchtlosem Konkurrenzdenken gegeneinander zu arbeiten. Sieh dir die gekrümmten Rücken an, die verzerrten Gesichter. Ryan hat uns mehr versprochen, scheinen sie zu sagen. Woran sollen wir jetzt noch glauben? Und Eleanor, es ist an uns, das zu beantworten. Sieh hier, der Parasit schafft selbst gar nichts. Seine einzigen Werkzeuge sind Steuern und Abgaben, um die Leute zur Herausgabe dessen zu bringen, was er nicht verdient hat. Wir hier in Rapture behalten, was uns gehört. Mhm. Guter Punkt immer zum Speichern. Was ist wieder der Ausgang? An der Oberfläche steckt der Wissenschaftler seine ganze Gedankenkraft in eine großartige Idee und erhebt sich so auf natürliche Weise über seine Mitmenschen. Aber die Parasiten sagen nein. Entdeckungen müssen reglementiert werden. Sie müssen kontrolliert und schließlich an uns übergeben werden. Ja, das hat auch seinen Grund. Ansonsten passiert so ein Blödsinn wie hier. Ich meine, das war schon gut gemeint, aber es ist halt unglaublich schief gegangen. Was war das? Ah, Kaffee. Ein Künstler strebt danach,
seine Ideale in einem Gemälde auszudrücken, um sein Publikum zu fordern und seiner Vision Unsterblichkeit zu verleihen. Aber die Parasiten sagen nein. Deine Kunst muss unseren Zwecken dienen. Deine Ideale sind gefährlich für das Volk. Ach ja. Okay, das nehmen wir auch mal mit. Sonst haben wir ja nix. Na, wo bist du? Ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. Komm doch! Okay, gut. Nochmal am... Soll ich hier runtergehen? Oder zuerst hier oben? Ne, wir gehen mal zuerst hier runter. Oder ins Wasser. Einmal hacken. Alles klar. Und hier geht's wieder nach oben. Was haben wir? Okay, das ist einmal im Kreis laufen hier. Tomb-Oil. Ist das gesund? Tut mir das weh, wenn ich da durchlaufe? Nee. Bist du? Okay. Da ihm selbst jegliche Genialität fehlt, fürchtet der Parasit den Visionär. Was er nicht abkupfern kann, will er zensieren. Was er nicht reglementieren kann, will er verbieten. Rapture basiert auf einer Idee. Ideen sind hier unantastbar. Alles klar. Also Tenenbaum würde wollen, dass du diese Sister wieder zu einem Menschen machst. Das brächte uns gerade genug, Adam, für unsere Zwecke. Und ich nehme mal an, die anderen Mädels, die sie gerettet hat, würden versuchen, sich dankbar zu erweisen. Aber in Rapture wird um alles oder nichts gespielt. Und sie ist der Jackpot. Du musst nur willens sein, dir alles zu nehmen. Und du hast mehr, Adam, als ein Plasmid dich kostet. Der Rest ist ein Bonus obendrauf. Überleg's dir. Hier unten heißt es, dein Leben oder ihre. An der Oberfläche verfolgten eure Eltern ihre privaten Pläne und setzten ihre großartigen Fähigkeiten ein, um für euch zu sorgen. Sie lernten, die Lügen der Kirche und des Staates umzukehren und sich selbst als ihre eigenen Herren zu sehen. Okay, das jetzt noch Sparehands. Ist ja geil. In den Krieg ziehen und für die Nation sterben. Okay. Das ist ein bisschen gruselig. Ah, hier kann ich aber nichts machen, ne? Oder kann ich da rauf? Ne. Okay, alles klar. Das bringt mir nichts. Weiter mit dem. Oh, hallo. Power to the people! Kann ich jetzt wieder rein? Ist safe? Ja, okay. Verkaufsautomat. Nee, noch nicht. Schauen wir erstmal, was wir hier noch so haben. Sie mag dich oh, nicht. Komm da! Warum? Siehst du, da hat es dann gerade wieder Zeugs. Bot Shutdown. Oh, hacken. Oh, fuck. Scheiße, hört das wieder auf? Fuck, 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 fuck. Wo ist dieser Botschaft da? Ich hör's, aber... Wo ist das? Ach, Mann. Okay, hat wieder aufgehört. Alles klar, dann gehen wir wieder retour. Oh, Mann. Ich dachte, der Schalter wäre hier irgendwo gewesen. Okay, also ich will jetzt wieder rein, weil ich will da das Waffen-Upgrade haben.
Waffle abheben, Ladestreifen, größere Nidenpistole erhöht MG-Schaden. Ja, selbst wenn MG-Schaden. Spielsachen haben Spielsachen. Ja. Okay, was heißt es jetzt hier? Achso, das wäre effektiv der Ausgang. Okay, dann gehen wir doch dahin, wo wir hingehen sollten. Warte es jetzt gleich nochmal. Ach, hier rein. Da hat es auch noch Munition. Bitte, danke. Gehen wir wieder auf die Nieten. Ich. Und es hat schon wieder die Leute da. Soll ich den hacken? Oh, danke. Ah, da war gerade der Bad. Schade, ich dachte, ich hätte jetzt jemanden per Surprise erwischt, wenn ich das mache. Aus der Werte, auch du bitte einmal hacken. Okay, wenn du eine Idee, das ist, was du zu dem Lüftungsschacht bringst, kannst du auswählen, ob du sie retten oder ausbeuten willst. Bedeutest du sie aus, bekommst du ein Maximum, das für die Plasmide ausgeben kannst, doch sie wird diesen Vorgang nicht überleben. Rettest du sie, bekommst du weniger Item oder das Mädchen wird geheilt. Hat das Konsequenzen, wenn ich sie umbringe? Immer abgesehen vom moralischen Aspekt her. Ich glaube, jetzt fürs Erste werde ich sie töten und dann andere heilen. Schwierig. Oh, bald ist Schlafenszeit. Ausbeuten. Oh, Daddy! Oh, nein! Was genau habe ich da jetzt gerade gemacht? Oh! Was bist du? Holy shit, das waren 240 Adam. Sterbehilfe, Kleiner. Mehr war das nicht. Du hast jetzt mehr als genug, Adam. Geh zur Hall of the Future und spleiß dich mit einer Ladung von dem Abfackelplasmid hoch. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Episode. Und ja, was hättet ihr gemacht? Oder wisst ihr, ob es Konsequenzen gibt? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Also, wir stehen dann. Tschüss.